So, Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Team Training. Moment. Ich hatte fürs Training den Sound aus. Ja, ich habe trainiert. Wir sind um einiges stärker. Ich habe die Maus im Bild. Das gehört so nicht. Ja, wir sind um einiges stärker, aber ich wollte nochmal gucken, was hier eigentlich rechts ist. Weil da haben wir ja überhaupt nicht vorbeigeschaut. Und hier gibt es auch noch Trainer. Siege, Niederlage oder Unentschieden. Ja. So, was hast du denn? Tenshin Han. Hier, guck mal, was er jetzt kann. Hier, unser 25er C14. Und Chaozu. Oh, können wir hier Chaozu fangen? Ach so, apropos fangen. Wollte ich euch zeigen. Piccolo, Krillin, Yamcha. Wo ist er? Bioman. Hier, habe ich gefangen. Ein kleines Monster kreiert von Dr. Cochin. Diese robotische Kreatur ist schnell und ist in großer Zahl gefährlich. Also, los geht's, aber nicht schummeln. Würde auch nie schummeln. Ja, das ist nämlich der Erstschlag, den unser Cyborg Nummer 14 jetzt drauf hat. Hier mit den ganzen Cyborgs tut so ein bisschen Training eigentlich ganz gut. So, ich mache auch ein bisschen schneller Vorlauf, weil das ist ja relativ einfach, was uns hier in den Weg gestellt wird. So, Son Gohan. Ganz ehrlich, ich würde auch sagen, Bärfief kommt raus. Bärfief ist zu schwach. Der ist noch schwächer. Pass auf lebende Kabel. Hier, guck mal, was Yamcha kann. Er kann hier seinen Jetkick. Der ist jetzt hier Dings geworden. Ruffy. Und er ist damit saustark. Ja, Competition. Ja, ihr wisst, was der Competition ist, oder? Ich suche nach einem guten Kämpfer, ja, ich auch. Oh, der hat sogar einen Schlag oder einen Jetkick in unserem Fall überlebt. So. Ich will hier erstmal alle Trainer ausschalten, bevor ich mich auf die Jagd nach einem guten Gegner mache. Ihr dürft ja wahrscheinlich dann ja die Reste vom Jinyu-Sonderkommando geben, selbst ein Freezer. Vielleicht finden wir hier auch noch ein paar Cyborgs. Weiß ich nicht. Möglich wär's. Ich frag mich, wer hier im Weg pennt. Das ist so unglaublich, wie stark Yamcha geworden ist. Sätze, die man in Dragon Ball nicht hört. 10-19. Okay, den fangen wir uns. Dieser dickliche Cyborg ist nicht der stärkste, aber er kann das Ki seiner Gegner absorbieren. Okay, 1C13. Ups, den wollte ich jetzt nicht mit dem Jetkick treten. Weil den hatten wir noch nicht. Da ist noch einer. Den treten wir normal. Und dann schnappen wir ihn uns. B, ich sag, wir schnappen ihn uns. Danke. Dieser Cyborg wurde von dem Computer von Dr. Gero nach seinem Tod geschaffen. Er ist programmiert, Goku zu töten. Bioman, habe ich ja gesagt, habe ich zufällig beim Training einen im Gras gefunden. Gibt's hier sonst nichts? Ich habe gedacht, jetzt finden wir hier noch Reste des Dino-Sonderkommandos. Okay. Ausgerechnet den einen C20, ne? Yamcha ist auch schon völlig überlevelt jetzt. Den wollte ich gar nicht so viel leveln. Packen wir Krillin vor, der ist nicht ganz so stark. Ja, seht ihr, selbst wenn er es drauf anlegt, er kann zum Beispiel so ein C13 nicht auf Anhieb töten. Ich möchte jetzt den letzten C20 hier bitte.
Also. Okay, jetzt machen wir einfach hier. Achso, Energieball wirkt nicht. Okay, die Drunkenfist hat ihn nicht getötet, das ist gut. Und wir haben ihn. In Wirklichkeit, also genau gesagt, ist der Dr. Gero. Er ist der Erschaffer aller anderen Cyborgs und kann das Ki seiner Gegner absorbieren. Deswegen funktionieren halt Ki-Angriffe bei ihm nicht. So. Hier war da auch was. Ein Kristall. Okay, also ein Beleber. Hier scheint sonst auch nichts mehr zu sein. Das heißt, es ist dann eigentlich ja egal. Moment, da unten liegt noch was. Eine große Kapsel. So, und jetzt möchte ich hier mal gucken. Du da. Hey, erinnerst du dich? Ich bin einer von Dr. Briefs Assistenten. Wenn dein Scouter mehr als 30 Kämpfer gesehen hat oder registriert hat, kann ich dir einen. Kann ich dir etwas geben? Er hat mir den Radar für dich mitgegeben. Ja. Wir haben jetzt den Radar. Ja, ja. Radar kennt man. Er sucht nach Ginyu. Wollen wir ihn gegen einen Sorcerer tauschen? Okay, Rock Tunnel. Ein Dragon Ball unter Bäumen? Was? Können wir von hier aus sehen? Oha. Ach, hier schläft niemand, hier ist einfach ein Stein im Weg. Nicht so ein Yajirobe, der da im Weg liegt. Das heißt, da brauche ich dann Rock Smash. Weiterzukommen. Alles klar. Ja, wir haben jetzt ein Radar, das ist schon mal cool. So, Zerschneider. Und da wir zum Glück dieses Rätsel hier nicht mehr machen müssen. So, Dizzy Punch. So, Arena-Leiter. Diese ganzen Ki-Kugeln, die können nämlich zu 14 recht wenig anhaben. Der hat sich zu einem hervorragenden Kämpfer weiterentwickelt. Durch das ganze Training. Energy Field, weiß ich nicht, wie stark es ist. Je nachdem, schafft es vielleicht sogar. Nee, schafft hier gar nichts. Ich hätte gerne einen C17, aber auf Level 21 hat er halt keine Chance gegen einen Level 25er C14. Oh, nicht der Satan Drink. Ich meine, den könnten wir auch benutzen, aber wir haben noch genug andere Pokémon Trainer, hätte ich beinahe gesagt. Nein, wir haben noch genug andere Kämpfer. Aber wir verwirren überhaupt nicht. Sind Cyborgs gegen Verwirrung immun? Nee, kann nicht sein. Ich habe beim Training Cyborgs verwirrt. So, Krillin, nein. Das übernimmt so ein Gohan höchst eigens. So, und dank diesem Turbo-Tempo hier, Shunkan, auch kein Problem, es sollte erledigt sein. So, jetzt bleibt nur noch C16 übrig. Der hier das Kamehameha selbst abkriegt. Physische Treffer funktionieren ja bei ihm leider nicht so. Aber Son Gohan ist stärker als beim letzten Mal. Und diesmal verliert er nicht. So, sag ich doch. Du hattest nur Glück. Kein Kind kann mich besiegen. Aber schön, nimm den Orden. Red Badge. Ah, der erhöht die Geschwindigkeit der Kämpfer und erlaubt das Fliegen einzusetzen. Zudem gibt es TM 7, das erhält Energy Field.
den Spezialmove von C17. Ich hätte lieber gerne einen C17, aber den hat man ja bisher noch nicht so getroffen. Da ist jetzt ein Assistent von Dr. Breach aufgetaucht. Was willst du? Ein Paket von Dr. Reed. Er sucht dich auf Route 2. Er sucht mich auf Route 2. Wenn ich auf Route 2 bin, soll ich doch mal bei ihm vorbeischauen. Mach ich. Müssen wir jetzt dummerweise hier nochmal durch die Höhle durch. Aber da wir inzwischen nicht mehr ganz so schwach sind. Oh, jetzt habe ich versehentlich Lock-On gedrückt. Wollte ich sagen, geht's eigentlich recht einfach wahrscheinlich. Aber tut's nicht. Selbst jetzt sind die Typen da drin noch irgendwie ätzend. Und das Leben von unserem. Ja. Kämpfer sinkt. Okay, Son Gohan. Oder Yamchu. Yamchu ist gut. Mit seinen Jetkicks schafft das. So, jetzt können wir ja hier zerschneiden. So. Was willst du? Ja. Sehr schön, was gibt's hier noch? Äther. Paralyseheiler und hier treffen wir Raditz. Gibt's hier noch andere? Oder gibt's hier nur. Hier scheint es nur die schwachen Raditz zu geben. Ich will aber irgendwie, dass es da noch was Besonderes gibt. Aber das war wahrscheinlich der auf Route 2. Würde ich jetzt mal tippen. Aber dann können wir uns bei der Gelegenheit hier gleich noch Nioibo mitnehmen. Was auch immer das ist. Hier drüben war nichts mehr. Gut. Moment, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Route 2. Okay, dann war das der. Dann wollten die uns bloß für den Felstunnel vorbereiten. Moment. Aber was ist dann beim Seiteneingang von dem da? Moment, hier könnte ich doch wahrscheinlich den Radar benutzen. Moment. Wo haben wir den Radar? Da ist nix. Ein Gehirn drin? Willow's Brain. Ach, da kriegen wir wahrscheinlich Dr. Willow. The strange brain has kept a special water in a special water for so long time. Okay, ja. Das heißt, das muss ich jetzt wahrscheinlich dann auf die Zinnoberinsel bringen zur Wiederbelebung. Aber das Museum möchte ich auch mal besuchen. Naja, für 50 mache ich. Ein Drachenfossil. Ein primitives und seltenes Monster. Unbekanntes Fossil. Bestimmt ein seltenes Fossil. Und hier ist Raumfahrt und was auch immer das da ist. Das waren ja, glaube ich, Weltraumsteine. Meteorit, der auf Mount Moon gefallen ist. Ich dachte, das wäre die Pilaf Cave. Nicht Mount Moon. Nein, ist nur kleiner Spaß. Es ist eigentlich Mount Moon. Und er hieß ja auch wahrscheinlich, bevor Pilaf hier ankam, mal Mount Moon. Okay, wir kriegen hier keine Rückmeldung vom Dragon Ball Radar. Ich habe jetzt keinen Bock, gegen die alle zu kämpfen.
Nein. Wir haben so viel trainiert und die Viecher sind trotzdem ätzend. Ich möchte gar nicht wissen, wenn ich die trainiert hätte, wie stark die geworden wären, aber... Ich habe auch keine Lust, die zu trainieren. So. Der steht bloß im Weg. Ja, hier drin müsste das Ding ja eigentlich anschlagen. Hä? Das ist doch der Detektor. Und es hieß doch, hier drin verlieren die Leute oftmals Sachen. Oder funktioniert der Radar jetzt wirklich nur noch für Dragon Balls? Schön, das Spiel ist abgeschmiert. Ich habe nochmal bis hierhin alles nachgespielt, also entschuldigt mich, wenn jetzt der Speicher irgendwie ein bisschen anders ist oder so. Ich habe nämlich tatsächlich von wie viel? Von dem Boot, also der MSN, bis hierhin nachgespielt. Wirklich. Hat Spaß gemacht, alles nochmal machen zu dürfen. Ja. Aber jetzt nicht grantig sein. Wer wollte Slug haben? Nee, der wollte Freezer. Irgendwer hat gesagt, würdest du deinen Slug tauschen, weil... ich habe gesehen, hier oben gibt's irgendwo Lord Slug. Er ist bloß selten. Deswegen wollte ich jetzt gerade mal gucken, ob wir jetzt zufällig doch noch Lord Slug finden. Problem wird eher, ihn zu fangen, ohne ihn umzubringen, aber... Die da überleben ja auch einen Schlag. Ich will keinen Nail, ich will einen Lord Slug. Da. Ich schmeiß jetzt einfach direkt eine Kapsel. Komm, bleib drin. Danke. So, Slug, ein böser Namekianer, der seine Gegner tötet. Er ist nicht friedlich und das Gegenteil von anderen Namekianern. Genau, weil ich habe nämlich gesehen, wir brauchten ja bisher 30 gefangene Kämpfer und wir haben jetzt mit Slug 31. Und ich habe nämlich mal die Liste ein bisschen gewälzt. Und was mich dabei interessieren würde, wer wollte Slug haben? Der... Ach, sie wollte Osaru und gibt uns dafür Slug. Nee, das machen wir nicht. Das da unten sah schon so aus, als ob da was versteckt ist. Ich fordere dich heraus. Ah ja. Wir haben die Red Ribbon Armee besiegt. Yamchu ohne Jetkick, der kann uns hier gar nichts. Shaozu ist noch so ein Kandidat, den ich im Scouter mal nachgucken wollte. Der müsste ja ein Graslandkämpfer sein. Osaru müssen wir uns noch entwickeln. Die beiden finden wir noch nicht. Future Trunks. Area Unknown. Okay, das heißt, den brauchen wir auch noch ein bisschen. Okay. Wald? Wie sieht's mit Wald aus? Ach, wir haben Shaozu. Ich dachte, wir hätten noch überhaupt keinen gehabt. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Cooler finden wir später noch. Area Unknown. Lass mich raten, das gilt für alle Cyborgs. Also auch... Ne, C17 finden wir. Was mir gerade auffällt, Lavandia Town fehlt auf der Map. Aber gut, das heißt, den finden wir links von Prismania City. Den wollte ich finden. Eine Kapsel.
Ich. Großartig, ich war so gelangweilt. Ja, ich weiß nicht, ob ich da die perfekte Zwischenunterhaltung bin, weil ich hau dich einfach bloß weg. Und ich möchte jetzt trotzdem lieber Son Gohan weiter trainieren. Und wir haben nicht mal geguckt, ob wir einen Kämpfer haben, der Blitz lernen kann. Oh, da hatten wir Vegeta. Den einen Starter, den wir noch gar nicht gesehen hatten. So. Einfach hier durchprügeln. Dodoria haben wir schon. Brauchen wir nicht. Nochmal Dodoria. Ich dachte, hier finden wir auch noch andere des Genius-Sonderkommandos, die wir noch nicht gesehen haben. Da, Rikum. So ist brav, Rikum. Und jetzt in der Kapsel bleiben, danke. Er ist ein starkes Mitglied des Genius-Sonderkommandos. Er ist beides. Stark und robust. Ach, den hätte ich sogar hier ein bisschen rabiater anfassen können. Aber ganz ehrlich, wer will schon einen Rikum? Wir haben hier noch mehr Gras, ne? Genau, da wollte ich nämlich wissen, wo es den gibt. Jeez. Jeez fehlt uns nämlich noch. Und Bata, aber Bata finden wir nicht hier. So. Dann gucken wir doch mal in den Scouter. Da haben wir jetzt noch einen Vegeta gesehen. Wir haben eigentlich alles, was wir gesehen haben, aufgefangen. Rosaru halt nicht. Ja, den finden wir in der Safari-Zone. Ginyu. Wir können seinen Cry leider nicht anhören. Ginyu ist unknown. Und Freezer sollten wir hier eigentlich auch in der Gegend finden. Irgendwo da drüben. Da müssten wir uns jetzt gleich befinden. Das müsste Felstunnel sein. Ist zwar irgendwie komisch, dass Freezer in einer Höhle auftaucht. Aber gut. Mich wundert hier langsam gar nichts mehr. Dann würde ich aber sagen, bevor wir uns nächste Runde dann dem Freezer nähern. Moment. Eine Sache noch. Wir müssen gucken, ob jemand die Taioken lernen kann. Ah, Bärfief, du lässt mich im Stich. Ich habe gehofft, du kannst es. Dann gucken wir dann, ob wir jemanden in der Box haben, der es lernen kann. Gut, dann würde ich sagen, hier geht's beim nächsten Mal weiter. Ihr lasst mir jetzt Kommentare da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Dragon Ball Team Training. Bis dann, euer Wolf.